Das erste Klischee, Männer sind im Auto ordentlicher als Frauen, sagt die Studie einer deutschen Online-Autobörse. Ja? Ist das so? Wir fragen nach. Sehr unordentlich im Auto, bei mir liegt viel Zeugs rum. Dann gibt es natürlich tausend Ausreden, ich habe keine Zeit. Man hat natürlich immer was anderes zu tun und man schaut einfach, dass man schnell heimkommt. Ich ja dann den Haushalt schmeiß, einkaufen muss, arbeiten muss. An einfallsreichen Ausreden sollte es nicht scheitern. Laut der Studie säubern 75% aller Männer ihr Auto einmal pro Monat. Dagegen sind es nur 56% der Frauen. Denn die weibliche Mehrheit sieht das Auto als einen Gebrauchsgegenstand. Wie steht's um die männlichen Putzkünste? Ich sehe das mal so mit dem Saubermachen, dass wir unser Auto so sauber machen, wie Frauen sich um ihre Haare oder Fingernägel kümmern. Das ist, für mich ist es auf jeden Fall wichtig, dass es schön ist und dass es halt auch ordentlich ist. Doch wir haben einen Mann gefunden, der sein Auto wie eine Frau behandelt. Flaschen, benutzte Tücher, ertappt. Es ist nur ein, zwei Tage der Müll. Ja. Na, das wollen wir jetzt mal glauben. Unser erstes Klischee scheint dennoch zu stimmen. Die Mehrheit der befragten Männer ist viel ordentlicher im Auto als die Frauen. Nächstes Klischee. 3 von 10 Frauen tragen nur 2 Lieblings-BHs im Alltag, besagt eine aktuelle englische Studie, die 2000 Frauen befragte. Und? Nur 2? Wahr oder falsch? Ich hatte mal eine Freundin, die hatte nur durchgehend ein BH an. Also ich habe 30 BHs und meistens trage ich nur 3 Stück, weil die einfach die bequemsten sind. In unserer Straßenumfrage scheinen sich beide Geschlechter einig zu sein. Wir besuchen das Pärchen Carmen und Alois in Kirchheim bei München und dürfen einen Blick in Carmens Schublade werfen. Ja, dem, was ich halt gerade anhab, das ist mein Lieblings-BH und dann gibt's halt noch einen. Somit stimmt unser Frauenklischee mit der BH-Studie überein. Zurück zur Männerwelt. Horten sie auch Kleidungsstücke in Unmengen und tragen doch immer das Gleiche? Was bei Frauen BHs sind, sind bei Männern die Hemden. Die Jungs aus unserer Schule ziehen eigentlich auch immer jeden Tag ihre liebsten Schuhe an. T-Shirts. Ich glaube, jeder Mann hat so sein Lieblings-T-Shirt, was dann schon Löcher hat. Okay, Uneinigkeit auf der Straße. Wir checken's in einer Männer-WG in München. Das sind Juri und Markus. Und tatsächlich, bei Markus werden wir fündig. Ich denke, ich habe bestimmt so 40, 50 Shirts und tragen vielleicht 5, 6. Der Vergleich, die hier trägt er täglich und die Stapel sehen einfach nur schön aus im Schrank. Kleines Zwischenfazit, auch die Männer tragen ihre 2, 3 Lieblings-T-Shirts, obwohl sie eine größere Auswahl haben. Somit gilt das Klischee für beide Geschlechter. Weiter geht es. Frauen kaufen immer etwas spontan im Drogeriemarkt ein. Ist das wirklich typisch? Ich wollte mir eigentlich nur eine Schokolade kaufen, dann habe ich die Handcreme gesehen, hab zugegriffen. Ja, so nach dem Motto, ja, ach, das habe ich schon immer gebraucht oder beziehungsweise bald steht der nächste Urlaub an. Irgendwas lächelt einen immer an. Aber es gibt noch ein Klischee, Männer kaufen ebenfalls nicht gezielt ein und zwar wo? Im Baumarkt. Also wenn ich in den Baumarkt gehe, dann gehe ich schon gezielt das einkaufen, was ich ja noch brauche. Männer gehen immer mit einem Ziel in den Baumarkt. Okay, die sind sich ja einig. Immerhin interessiert sich jeder 4. Mann für elektrische Heimwerkergeräte, dagegen nur jede 20. Frau, fand eine deutsche Studie heraus. Unser Shopping-Klischee-Check zeigt, dass es bei Männern keine spontanen Einkäufe gibt. Die Frauen hingegen greifen gerne mal impulsiv ins Drogerieregal. Jetzt geht's den Flunker-Weltmeistern an den Kragen. Eine Londoner Studie hat herausgefunden, dass Männer 1092 Mal pro Jahr lügen, Frauen hingegen angeblich nur 728 Mal. Die Top 3 Lügen der Männer? Auf Platz 1, nein, ich habe nicht viel getrunken. Platz 2, es ist nichts, mir geht's gut. Platz 3, ich hatte kein Handyempfang. Nicht zu vernachlässigen ist die Notlüge, nein, dein Hintern sieht nicht dick aus. Und was ist da dran? Man möchte ja auch nicht unbedingt die Gefühle verletzen von der Frau dann. Weil wenn der Hintern zu dick wäre, dann halte ich doch entweder die Klappe oder sag das auch so. Dafür verheimlichen viele Frauen den wahren Preis von Einkäufen. Warum nur? Um nicht danach Fragen beantworten zu müssen, wieso denn so ein teurer Pulli? Unser Fazit. Bei fast jedem Klischee in unserem Check steckt ein bisschen Wahrheit drin und das gilt für Männer und Frauen. Sie sind sich dann eben doch ähnlicher, als es auf den ersten Blick scheint.